Weil wir sind Profis. Läuft's? Seid ihr da? YouTube? Spaß. Hallo. Guten Tag. Herzlich willkommen zu Planet Zoo. Wir spielen heute Planet Zoo. In unserem Muckelzoo. Deswegen gehen wir rein. Wisst ihr, was mir mal aufgefallen ist? Der heißt gar nicht Muckelzoo, der heißt Muckelpark. Also, mein Leben ist eine Lüge. Eigentlich. Aber, naja. Guck mal, wir haben schon 21 Tiere. Gestern Planet Zoo gestartet, haben wir noch schnell einen Kaffee gemacht und dann kam auch der Strauß nicht mal so verwirrt, wo das Geräusch herkam. Ja, Kaffeemaschine war kaputt. Jetzt geht's los. Endlich Sims, Anja. Ach, ich liebe euch. Ihr seid einfach toll. Was spielen wir, Isa? Ich weiß es auch noch nicht so richtig. Ich kenne das Spiel noch nicht so gut. Ach, toll. Okay. Muckelpark, genau. Dann starten wir rein. Ich bin YouTube und ich bin auch da. Ja. Okay. Hetterbär, ist das dein Flipsi? Ich brauche eine Antwort, Bär. Da habe ich das jetzt falsch verstanden. In Planet Zoo Spielstunden? Weiß ich gerade nicht. Er wollte... Och Mann, toll! Hallo, Flipsi, guten Tag. Wie geht's? Ja, ich wusste nur, ich wollte jetzt wieder eine Peinlichkeit vermeiden, bevor ich was sage und dann ist es gar nicht dein Flipsi. Naja, gut, also. Ja, Tabeas Flipsi. Wir haben einfach zu viele Flipsis, ne? Und Terra Niffler, hallöchen, herzlich willkommen im Stream. Also warte mal, wir gucken jetzt kurz. Ich habe 244 Spielstunden im Planet Zoo. Gar nicht so viel, ne? Aber wir gehen jetzt mal rein. Hi von meinem Flips. Liebe Grüße an deinen Flips. Hallo! Und Josie, danke schön für die 14 Monate. Vielen, vielen Dank. Ich freue mich. Also wir bauen jetzt erst noch ein bisschen am Fuchsgehege weiter. Da sind wir ja eigentlich auch schon relativ weit gekommen die letzten Male. Aber wir wollen es natürlich alles schön machen und nicht immer dann so halb gehangen machen und sagen, ja, machen wir später zu Ende, weil dann endet das wie in meinen 500 anderen Zoos. Danach möchte ich ja gerne ein Bärengehege bauen. Wo gibt's Flips? Jasmin, in meinem Mod-Team? Ich glaube 4. Meine ganzen Mods haben alle einen Flips als Freund. Und die anderen heißen jetzt einfach auch alle Flips, weil das ist halt jetzt so. Oh, Lukas hat doch gesagt, man kann das doch umdrehen, ne? Dass es so ist wie bei Sims. Aber ich meine, jetzt bin ich schon wieder dran gewöhnt. Also ich nicht, ja, aber die anderen halt alle fast. Aber die sind jetzt ja auch alle zu Flips geworden. Also das, da können die jetzt auch nichts mehr für. Und Belly, dankeschön für die 17 Monate. Schön, dass du da bist. Wie geht's? Und Mami, hallöchen, dankeschön für die 11. Vielen, vielen Dank. Ich freue mich sehr. Beste Flips einfach, ja. So, wir machen jetzt mal hier. Rambazamba. Also, das hier ist das Fuchsgehege, wo wir die letzten Male dran gebaut haben. Die Füchse sind ein bisschen gestresst, weil die Besucher direkt von da oben runter gucken. Aber wir haben denen jetzt hier so Bauten gemacht. Da kann man auch reingucken. Hier ist jetzt gerade keiner drin, aber richtig, richtig cool. Also finde ich richtig geil, dieses neue System. Also ist noch nicht ganz neu, aber ich habe es das erste Mal ausprobiert. Hier hinten haben wir, glaube ich, auch noch irgendwo einen. Hier. Mal gucken, ob hier einer drin ist. Nö, haben die einfach gar keinen Bock drauf. Tiana, hallöchen, schön, dass du da bist. Hab auch einen Flips-Freund, bin ich jetzt auch Mod? Ja, eigentlich automatisch schon, ne? Das qualifiziert dich einfach. Also, lehnt euch zurück, genießt die Show. Baukapazität, was heißt das denn? 0%? Verstehe ich nicht. Naja, auf jeden Fall haben wir denen dann hier noch so ein Höhlensystem reingebaut. Und dann ist hier unten deren Höhli.
Und ja, ansonsten ist es das Gehege. Aber ich möchte, glaube ich, hier auch noch überall so ein bisschen Busch und so hinmachen, damit das alles noch ein bisschen organischer aussieht, wie wir das so gerne nennen. Wir können ja aber auch einfach, können wir nicht einfach das hier so nehmen? Oh ne, dann nehmen wir die Steine mit. Warte mal. So, dieses Ganze, nee, das nicht. Weg. Och, den Stein wollte ich nicht. Dann nehmen wir das ganze Gestrüpp mit. So. Kopie. Und dann machen wir, ballern wir das jetzt da überall dran. Was ist ein Flips? Ja, nein, also für die, die es nicht mitbekommen haben. In meinem Mod-Team haben sehr viele einen Freund namens Flip. Also einen namens Philipp, meine ich. Ein Boyfriend namens Philipp. Das hat sich mal irgendwann so herausgestellt und das ist sehr lustig. Und deswegen heißen, also sagen wir jetzt immer, mit oder ohne Flips. Also das ist jetzt so der universale Begriff für Freund geworden. Also wenn wir irgendwas planen, dann wird immer mit oder ohne Flips geplant. Obwohl die anderen ja gar nicht alle Philipp heißen, aber das ist halt einfach jetzt so. Wisst ihr? Selina, Hallöchen, schön, dass du da bist. Guten Tag. Und Tabea, willkommen zurück. Guten Tag. Und Andi, Hallöchen. Hab auch einen Flips zu Hause. Ja, also, ne, dann müsst ihr jetzt einfach auch alle Mod bei mir werden, ob ihr wollt oder nicht. So, aber ich glaube, das ist ganz cool, was ich jetzt hier gerade mache. Ich glaube, das ist ganz schön organisch. Guckt euch das mal an. Sieht schon, also, ist schon gut, ne? Jetzt machen wir hier noch so ein bisschen. Hämmer! Als hättest du es schon mal gemacht. Richtig organic, ne? Muss jedes Mal lachen, wenn ich dieses Pack von Sims sehe, weil das heißt ja wirklich so. Also dieses CC-Pack. Hört ihr die Musik eigentlich oder ist sie zu leise? Müsst ihr mir mal einmal Feedback geben. Tamarillon, danke schön für den Raid. Vielen Dank. Ich weiß nicht, ob ein Raid-Alert ausgelöst wird. Das ist immer so eine Sache bei mir. Gucken wir mal. Ah doch, da ist er! Up, they play my song, the butterflies fly away. Vielen, vielen Dank für den Raid. Hallöchen, ihr Lieben. Ich hoffe, ihr hattet einen wunderbaren Stream. Was habt ihr gemacht? Was geht es in dem Spiel? Wir spielen Planet Zoo. Da baut man einen Zoo. Und managt den Zoo und so weiter und so fort. Genau. Philipp ist Traovic. Ich kann das immer nicht aussprechen. Ich kann es ganz toll lesen, aber nicht aussprechen. Traovic. Traovic. Weil er ist kein Freund, sondern ein Mann. Ja, stimmt. Das ist ja auch einfach schon ein Upgrade, ne? I'm sorry, Flipsy. Es war nicht so gemeint. Ich wollte dich nicht downgraden, weißt du? Und Wolf, viel Spaß beim Planet Zoo spielen. Und Caro, danke noch für die 15 Monate. Und Maite, danke schön für die 4 Monate. Schön, dass du da bist. So. Und Sarah, Hallöchen. Jetzt ist natürlich die Frage, ob ich das alles so kopieren will. Aber eigentlich ist das ja auch egal. Guckt ja eh keiner hin, ne? Sieht trotzdem organic aus, oder? Glaub schon. Ja, ja, passt schon. So. Ich find's schön. Das ist gut. Tabea, hast du gerade deinen eigenen Ehemann in Timeout geschickt? Oh, Sarah, gute Besserung. Aber herzlich willkommen im Stream. Oh Mann. Was? Nee, weiß auch nicht. Keine Ahnung. Also, weiß ich nicht. So, das gefällt mir schon. Ich würde, glaube ich, ganz gerne hier in der Mitte einfach auch noch so ein bisschen was machen. Ich glaube, da nehme ich dann aber lieber nur die Büsche. Aber auch nur, warte mal, machen wir nochmal weg. Nur so zwei.
Und dann... Ich glaube, hier machen wir vielleicht noch einen Baum hin. Ich glaube, das könnte ganz gut aussehen, wenn da noch einer wäre. Füchse, ja, ja. Wir haben auch immer da oben stehen, was wir gerade bauen, für die, die sich das fragen. Das steht immer extra drüber. Wenn man am Handy ist, kann man das meistens schlecht lesen, aber... Ich liebe so sehr, dass du im Moment wieder so viel Planet Zoo spielst mit Sims. Einfach mein absolutes Lieblingsgame. Ja, geht mir genauso, Betty. Also, ich habe auch im Moment wieder richtig Bock auf Planet Zoo. Macht mir wieder richtig, richtig viel Freude. Und, ja, aber ich habe generell irgendwie Bock auf Spielen. Also, ich habe irgendwie auf alles gerade Bock. Ich würde am liebsten alles gleichzeitig spielen. Also, auch off-stream, also so privat. Einfach zu wenig Zeit. Ich glaube, was wir jetzt auch noch machen, ist einfach ein paar Steine nehmen. Steine. So, die muss ich auch mal wieder aktivieren, ne? Und die so random im Gehege platzieren, weil ich glaube, das wird auch noch gut aussehen, wenn wir hier einfach so überall so ein paar Steine rausgucken lassen. Nari, dankeschön. Planet Zoo braucht noch ein Update. Ja, das ist true, ja. Das hatte gestern ein Mini-Update oder heute Morgen, glaube ich. Ich stehe seit 20 Minuten in der Küche vor dem Kühlschrank und frage mich, was ich essen soll. Ich glaube, die Situation kennt jeder. Das ist mir äußerst bekannt. Wir haben gemäßigter Felsen, ne? Oder? Nee, Tiger? Habe ich die falschen genommen? Ich habe hier die falschen genommen. Ich habe hier Tigerfelsen genommen. Aber sieht keiner. Das sieht doch keiner. Drücken wir zwei Augen zu, oder? Jen, mach's gut. Schön, dass du hier warst. Hab noch einen schönen Abend. So, warte mal, wir machen mal zufällige Drehung an. Ach, ist sogar schon. Aber machen wir in jegliche Richtung. Dann haben wir nämlich einfach so überall so ein bisschen Steine. Dann ist da so ein bisschen Struktur drin, wisst ihr? Sieht das immer so ein bisschen... Oh Mann, ich muss aufhören, das zu sagen. Aber es ist so, dann sieht das organischer aus. Sieht halt einfach direkt ein bisschen realistischer aus. Was ist dein Lieblingslied von Coldplay? Yellow und Fix You und Everglow und oh, es gibt ein Lied, das ist super unbekannt. Das ist auch schon super alt. Das ist irgendwie auch auf keinem Album drauf. Weil das war, glaube ich, so bevor die überhaupt in einem Label waren oder so. Ich weiß es nicht so richtig. Ich kann euch nicht sagen, wie es heißt, aber es ist so schön. Es ist so von, weiß ich, 95 oder sowas. Vielleicht noch so. Oh, hier noch so einen fetten Stein hin. Weil die können ja eh überall langlaufen. Deswegen blockiert denen das ja dann nicht irgendwie einen Weg oder so. Also die sind ja ganz klein. Hola, Rannerlöchen, wie geht's dir? Guten Tag. Das kenne ich noch gar nicht mit den zufälligen Drehungen. Ja, also es hat schon Vorteile, einen Lukas live in seinem Leben zu haben. Sonst wüsste ich das nämlich auch nicht. Das ist halt richtig cool, vor allem für die Steine, weil... Dann muss man das halt nicht immer selber drehen. Sondern es wird sich automatisch gedreht. Am Ende, was ist denn jetzt los? Enfi. Jetzt habe ich mich wieder irgendwo selber offen. Hallöchen, ihr Lieben. Guten Tag und Adriano. Hallo ihr lieben Raider, schön, dass ihr hier seid. Ich freue mich sehr. Herzlich willkommen. Ich hoffe, ihr hattet eine gute Zeit in Akidaki. Und gemurmelt habt ihr ja auch noch, habe ich gesehen. Ich hoffe, ihr habt einen Apex bezwungen. Sandra hätte, glaube ich, noch mitgespielt sogar, ne? Habe ich erspäht. Ich bin Nina. Hallo, wir spielen Planet Zoo. Wir bauen an unserem Fuchsgehege weiter. Hier sind unsere kleinen Füchschen.
Und ja, falls ihr den Enfi noch nicht kennt, guckt ganz, ganz unbedingt beim Enfi vorbei. Was, sorry? Wait. Hast du? Was denn? Ach so, du dachtest, Sandri hätte gemeldet. Ja, aber die gehören ja auch zusammen, also. Epics haben wir gezählt. Sehr gut. Fuchsbabys gab es noch nicht. Nee, das, vielleicht kriegen wir das ja heute auch noch hin. Wir drücken gleich auch mal auf Play. Ich freue mich sehr, dass ihr hier seid. Also, falls ihr Lust habt zu bleiben, dann macht es euch gemütlich. Und wenn nicht, dann wünsche ich euch noch einen wunderschönen Abend. Und ja, schön, dass ihr hierher gefunden habt. Ich bin mit Sandri vorhin rüber zu Envy. Ja, same. Den gleichen Weg habe ich auch gemacht. Das habe ich auch hinter mir. Hört sich jetzt so an, als wenn es schlimm wäre, ne? Aber immer wenn Envy raidet, muss ich das natürlich auch dazu sagen, weil ich da ganz stolz drauf bin auf Envy und ihm da nur das Beste wünsche. Envy ist Spieleentwickler und er bringt bald sein Spiel raus. Und das könnt ihr auch schon auf, guck mal, wir haben ja sogar einen Command schon dafür. Das könnt ihr auf Steam auch schon wishlisten. Das ist ein Horror-Rätselspiel. Also falls ihr da Interesse dran habt, könnt ihr da sehr, sehr gerne einmal vorbeischauen. Weil ich das einfach absolut krass finde, was Envy da alleine gestemmt hat. Also wirklich crazy. Und er hat auch einfach nur das Beste verdient. Also Envy ist auch menschlich, einfach ein ganz, ganz, ganz toller Mensch. Deswegen, falls ihr daran Interesse habt, schaut da sehr, sehr gerne einmal auf Steam vorbei. Wie gesagt, wir haben den Command da im Spiel, ach, im Chat. Da könnt ihr einfach einmal draufdrücken, das Spiel wishlisten, dann kriegt ihr alle Infos zu dem Game und wann das rauskommt und so weiter und so fort. Ja, ja. Genau, und es gibt sogar schon einen Trailer. Envy hat sogar schon einen Trailer für das Game gemacht. Ist ein bisschen gruselig auch. Aber das soll es ja auch sein. Einfach absolut großartig. Ubiquos! Hallo! Guten Tag! welche Taste muss man drücken, wenn man nach unten, nach oben bewegen will? Shift. Wenn du Shift gedrückt hältst, dann kannst du das so hoch und runter drücken. Sarah, danke noch für die 4 Monate. Vielen, vielen Dank. Und Ace, danke für die 27 Monate. Das ist wirklich unfassbar lang. Und Becky Wars, danke schön für die 26 Monate. I'm very thankful for you. Hello, Alex. Falls du mich auch hörst. ja, bin ganz, 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 ganz furchtbar dankbar für meine Freunde. Einfach toll. Also vielen Dank, Bicky Maus. Und Marlies, danke schön für 200 Witzis. Steht das Game auf der Liste? Was meinst du, Marlies? Ich weiß nicht genau, was du meinst, aber schön, dass du da bist. Und Domi, danke schön für das verschenkte Sub an die Community. Und Tati, danke schön für die 13 Monate. Was ist denn jetzt los? Mensch, Mensch, Mensch. Ja, also wir platzieren hier leidenschaftlich gern Steine, wie ihr vielleicht schon festgestellt habt. Ja, das ist hier leider gang und gäbe. Sorry. Habe ich eigentlich den einen Fuchs da rausgeholt? Ich habe doch den einen Fuchs in den Stein eingebaut. Meint ihr, der ist schon wieder raus? Emmy, danke schön für die 14 Monate. Vielen, vielen Dank. Und habt noch einen schönen Abend. Eieiei. Das Game vom Envy. Ja, aber was meinst du denn für eine Liste? Ich weiß nicht genau, was du für eine Liste meinst. Und Anni, Hallöchen. Guten Tag. Mir geht's sehr gut. Ich hoffe, dir auch. Was ist mit Adrian? Die sind gerade Gassi, der Rocky muss pieseln. Sehr gut. Also, ja. Ich habe immer ein bisschen zu viel Begeisterung für die alltäglichen Dinge, ne? Toll, der Rocky muss pieseln! Der arme Fuchs, ja, also, auf deiner Wunschliste. Ja, natürlich ist das auf meiner Wunschliste, Leute. Also, bitte. Ach so, von den. Ja, gut, hab Rocky nicht gesehen. Das, da bin ich leider ungebildet.
in der Hinsicht. Wenn du auf Play drückst, spawnt er einfach woanders. Ja, ich glaube, der wurde auch da rausgeholt. Der war nämlich hier drunter. Also das war ja nicht meine Schuld, weil ich musste da ja einen Stein hinsetzen. Ne? Loretta, Hallöchen! War schon oft über meinen alten Account hier, komme aber leider nicht mehr rein. Deswegen habe ich einen neuen. Freue mich wieder hier zu sein. Ich freue mich auch, dass du da bist. Ich lobe den auch immer sehr fürs Pieseln. Also passt... Na gut, ja, also... Den Alex oder den Rocky? Fürs Pieseln draußen ist Lob auch immer gut. Auch jetzt im Bezug auf den Hund oder... Ach Mann, ey. Beide, aber nur einer kriegt ein Leckerli. Ach Mann, Hilfe. Okay. Ich muss jetzt ganz kurz gucken, ob ich irgendwo den... Ja, guck mal, die haben hier nämlich ganz schön starke Probleme. Jake, wo bist du? Jake ist... Ja, toll. Guck mal, jetzt wurde ich hier schon wieder weggespawnt. Pip, wo bist du? Surida, wo bist du? Harry, wo bist du? Harry? Hä? 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 Oh Gott, das war mein... Mein Hirn hat gerade gebrannt, Leute. Habt ihr das Feuer in meinem Hirn gesehen? Irgendwie dachte ich, hier müssen drei sein. Obwohl hier nur drei sind. Und ich habe ja gesehen, dass da einer... Also das war jetzt wieder ein Freitag der 13. Moment. Hilfe! Man hat das Klappern hören. Ja, das war schon wieder ganz schön... Puh, aua. This brain is on fire, ja. This brain is on fire. Emmy, danke schön für die 14 Monate. Nee, habe ich schon gesagt. Oh Gott, es tut mir wirklich leid. Yara, danke schön für die 12 Monate. Vielen, vielen Dank. War in letzter Zeit aus privaten Gründen immer weniger da, aber ich freue mich nun wieder öfter vorbeischauen zu können. Denn Nina, du bist mein absoluter Safe Place und machst einen schlechten Tag immer gleich viel besser. Schön, dass du da bist. Hast du schon mein Szenario-Let's Play gesehen? Weil da heißt nämlich das kleine Mädchen Yara. So wie du. Ich freue mich, dass du da bist und vielen Dank. So, also denen geht's ganz furchtbar schlecht. Die sind auch hungrig. Warum geht ihr denn nicht auf die andere Seite? Das fragt man sich. Hier ist doch Essen. Guck mal, wie der das da hingeschmissen hat. Verstehe ich nicht. Naja, aber wir könnten denen... Die haben ja auch nichts zu trinken und so, ne? Vielleicht sollten wir sowas mal einrichten. Aber das sieht doch schon ganz schön schön auch aus, oder? Also hier oben nicht so. Aber das hier unten sieht ja eigentlich schon ganz nett aus. Finde ich. Hatte am Freitag den 13. Vorstellungsgespräch, wo ich heute die Zusage bekommen habe. Herzlichen Glückwunsch! Dann habe ich Energy über meine Tastatur geschüttet, die danach dann gar nicht mehr wollte. Jetzt habe ich wieder eine funktionierende. Sehr gut. Das finde ich gut. Ich musste gerade nochmal nachlesen, ob du geschrieben hast, dass du eine Absage bekommen hast, weil ich dachte, das wäre halt ein schlechter Tag gewesen. Und ich so, herzlichen Glückwunsch, ob du eine Absage bekommen hast. Aber ist ja alles gut. Freue mich. In meinem aktuellen Hörbuch gibt es einen Rahel und ich sehe ständig den Sim vor mir. Leute, ich habe heute einen Part aufgenommen. Ich will nicht spoilern. Aber auf jeden Fall hat sie halt ein neues Outfit bekommen. Und sie sah so unfassbar gut aus. Oh mein Gott. Also es war großartig. An Lea, danke für den Clip. Lea, hallo. Willkommen zurück. Ne? Habe mich total gefreut über das Let's Play. Auch wenn es etwas ungewohnt ist, die ganze Zeit seinen eigenen Namen zu hören. Ja, das glaube ich dir. Das glaube ich dir. Und Marietta, Hallöchen, danke schön für die 29 Monate. Bin so froh, dich aus Zufall gefunden zu haben. Du bist ein großer Bestandteil in meinem Alltag geworden. Ist auch einfach krass, was du für ein Safe Place erschaffen hast, bei dem es mir immer besser geht und man sich auch einfach mal von allem entspannen kann. Danke für alles. Ich danke dir. Schön, dass du hier bist. Fühl dich ganz fest gedrückt. Wie sollen die Füchse denn füttern, wenn das Spiel pausiert ist? Ja, ja, aber das lag ja auch eben schon da. Die stellen sich einfach nur ein bisschen an. Ich drücke jetzt gleich mal auf Play. Versprochen. Ananasmädchen, danke schön für die 20 Monate und schön, dass du hier bist. Muckel mich mal hier dazu, weil es hier einfach immer schön ist. Ich freue mich sehr. Schön, dass ihr da seid. Mein Arbeitsweg ist dann mehr als doppelt so lang, über eine Stunde, aber darauf freue ich mich irgendwie schon. Dann kann ich endlich wieder viel mehr lesen. Das ist schön. Ich wünsche dir auf jeden Fall alles Gute.
So. Es wurde ein Tomate-Mozzarella-Brötchen. Geil, Giulini. Lecker. So, also. Jetzt drücke ich mal auf Play kurz, weil wir können die Steine ja auch platzieren, wenn die... Guck mal, die spielen. Och, Babys. Ich will euch anklicken. Oder war das ein Paarungsakt? Weil es sind irgendwie noch keine in Love. Verstehe ich nicht. So, aber könnt ihr denn jetzt mal keine erreichbaren... Ach, pst. Könnt ihr hierhin? Ja, können sie. Okay, warum geht ihr dann nicht dahin? Ist meine Frage, die ich jetzt als nächstes hätte. Ich muss sagen, ich war auch Fan davon, wie sehr du dich bei der Tiana Legacy gefreut hast, dass Tiana schwanger ist. Das war genau in der Woche, in der ich erfahren habe, dass ich schwanger bin. Manchmal ist es irgendwie Schicksal, ne? Verrückt. Und Joe, Hallöchen zurück. Also, ne? Willkommen zurück. Es ist, tut mir echt leid. Also, ich weiß nicht, was mit meinem Hirn hier heute los ist. Die sollen jetzt mal essen gehen. Das, also, ich will nicht, dass sie verhungern. Aber guck mal, sie gehen hier runter. Das ist ja schon mal schön. Die sollen essen und sich lieben. Mehr will ich nicht von denen. So, okay. Ich glaube, der... Nee. Ist auch nicht auf dem Weg zum Essen. Ja, toll, Leute. Ach, guck mal, wie der hier auf dem Stein steht. Also ein bisschen buggy auch, ne? Aber süß. Die könnte ich ja wirklich stundenlang beobachten. Die sind ja so süß. I'm not ready for the babies. I'm not ready for the babies. Aber die wollen sich noch nicht so paaren. Zu wie viel können die denn leben eigentlich? 1 bis 14, okay. Paaren. Ja! Ja! Leute, es geht los. War das schon fertig oder ist das jetzt gerade der Paarungsakt? Oder gehen die jetzt in die Höhle zum Paaren? Ich glaube, der Paarungsakt ist vollzogen worden. Nee. Hä? Hallo? Hä? Pip! Ich dachte, du wolltest mit Jake Knicki Knacki machen. Das war bestimmt wieder, weil wir zugeguckt haben. Ich sag's euch. Ich sag's euch. Naja, aber ich muss noch mal ganz kurz gucken. Doch, die haben genug Platz, ne? Das nur, weil die jetzt runtergehen. Okay, wenn die nicht so fruchtbar sind, klappt das nicht mehr. Ja, aber das ist also... Mann, ich wollte das so gerne. So geht also schwanger werden, ja. Also passt auf, wem ihr hinterherlauft, ne? Man will ja nicht mit jedem Kinder. So. Oh, Hilfe. Ich bin mir ja ganz schön erschrocken hier immer. Gehege. Weil, ups, die haben ja noch keine... Lebensqualität. Dingsbums. Rotfuchs. Also, die mögen den Sprinkler, den Tennisball. Ach, wir müssen die erforschen noch. Ne? Ach, guck mal, aber wir haben hier den Futterspender. Ach so, nee, warte mal. Gilt das als Enrichment? Ja, okay. Hör bitte auf, dich zu drehen. Machen wir das einfach mal so hier so hin. Sophie, bis später. Und Lina, Hallöchen. Und kleines Zebra, Hallöchen. Das Gehege sieht toll aus, finde ich. Das freut mich. Gibt es da kein Bett zum Dächteln-Mächteln? Ich glaube, die Höhle ist das Loch von... Also, ja. Was habt ihr bis jetzt schon gebaut? Also heute oder insgesamt? Weil insgesamt ist das unser ganzer Zoo. Also es ist noch nicht so viel passiert. Wir haben hier die Zwergflusspferde. Hier haben wir Panzernashörner. Da drin ist eine Vivarienhöhle. Und dann haben wir halt hier im Wald die Rotfüchse versteckt.
ist die Tastatur bei Plan 2 sehr gewöhnungsbedürftig. Spiele auf dem Laptop. Man kann das so einstellen, dass es wie bei Sims ist, hat Lukas mir jetzt offenbart. Also nein. Kann ein Fuchsi wie aus Kapp und Kappe heißen? Ja, wir können die auch mal benennen, ne? Wir haben die noch gar nicht benannt. Machen wir. Und die Streams kommen auf YouTube, ja. Ich nehme parallel auf. Ich kümmere mich da morgen früh drum und dann in der, im Laufe der kommenden Woche werden die Videos dann hoffentlich alle kommen. So, aber wir werden jetzt auch mal noch die Karen auf unseren Rotfuchs ansetzen. Ich glaube, wir müssen gleich mal noch einen Tierarzt anstellen. Wir haben jemanden zu Besuch. Die Helena! Sagen wir einmal Hallo. Und Sapse, Hallöchen, schön, dass du da bist. Guten Tag. The Quarry kommt auch noch, ja. Das lade ich wahrscheinlich als erstes hoch, damit... also ich weiß, dass die meisten Leute darauf warten. So, dann kriegen die jetzt mal noch einen Tennisball. Den können wir ja theoretisch auch hier reintun. Oder meint ihr, das ist doof? Weil dann können die halt auch mal in Ruhe spielen. Avatar 2 habe ich noch nicht gesehen, nee. Kein Stress, ja, I know, aber ich weiß ja, dass ihr euch darauf freut. Und oh, Alexi, danke noch für die 30 Monate. Meine Güte, vielen, vielen Dank für 30 Monate. Oh nein, Caprice ist gestorben. F an Caprice. Wir haben noch einen VIP-Gast. Weiß ich aber nicht, wer das ist. Keiner meiner Freunde. Der Rotfuchs leidet wieder. Ich glaube, drin wäre gut. Naja, okay. Dann mache ich den Ball hier rein. Guck mal. Süß. Das liebe ich halt an Planet Zoo, ne? Also die Organics, sag ich mal. Guck mal, wie der jetzt da in die Spalte gerutscht ist. Einfach toll. Ja, F für Caprice, also tut mir auch echt leid. Och, guck mal, wie der direkt... Oh Gott, der hat Durst. Hilfe, 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 Hilfe. Wir müssen unsere Tiere versorgen. Also ich glaube, so ein kleines Teichli wäre vielleicht auch ganz süß, oder? Aber ich weiß nicht, wo. Was sagt er zu einem kleinen Teichli? Deine Steam-Freunde kommen in den Zoo. Ja, wir sind doch auch befreundet, Lea, oder? Welches Team? Also, die kommen dann in den Zoo zu Besuch. Lieb Füchse sehr, aber ein Fuchskopf auf dem Oberschenkel. Och Mann, Annie, wie schön. Wir könnten hier irgendwie einen hinmachen oder so und den dann quasi noch in das andere Gehege mit reinziehen. Also wir wollen ja direkt da dran das Bärengehege bauen, ne? Also wir haben ja hier auch schon ein bisschen Barriere. Das soll ja dann direkt da dran und dann können wir das ja so ein bisschen mit darüber ziehen. Was sagt ihr dazu? Teichi, it is. Okay. Und Lila, Hallöchen. Herzlich willkommen. Und Bienchen, Linchen, Hallöchen. Schön, dass du da bist. Vielleicht ein Bach. Ja, ich glaube, ein Bach wäre jetzt ein bisschen zu kompliziert, weil wir das andere Gehege noch nicht gebaut haben. Und dafür ist das Gehege, glaube ich, auch zu schmal. Also wenn wir jetzt hier auch noch einen Bach durchfließen lassen würden. Aber wir können natürlich hier halt den Teich machen und von da aus dann quasi so einen Bach durch das andere Gehege ziehen. Das geht natürlich, ja. Das können wir machen. Dann haben wir nämlich das auch wieder so ein bisschen verbunden. Okay, dann müssen wir jetzt nur mal schauen. Sind wir jetzt leider wieder auf Pause, aber das geht halt jetzt nicht anders. Machen den Baum dann einfach irgendwo hier so hin, damit die so besonders gut sehen können. Nein, aber dann haben die Füchse da einfach noch ein bisschen Privatsphäre. Dann müssen wir nämlich den Zaun, glaube ich, gleich nochmal einmal wegmachen und das dann mit einer natürlichen Barriere zumachen. Aber ist vielleicht ja auch besser, dass wir das hier vielleicht ein bisschen zumachen, damit da nicht auf der einen Seite der Bär steht und hier der Fuchs und der Bär den Fuchs dann vielleicht fast auffrisst oder so. Genau, als nächstes wollen wir ein Bärengehege bauen. Haben wir beim letzten Mal beschlossen, dass wir direkt daneben die Bären einziehen lassen. Ganz liebe Grüße von der Lina, sie hat leider Migräne. Auch die Maus. Richtet der mal gute Besserung von mir aus. Also, du, Anna. Aber, ne? Ihr seid ja, wir sind ja alle eins irgendwie. Okay, dann mache ich das jetzt erstmal einmal weg. Also die Barriere hier. Ich glaube, das reicht. Julia, willkommen zurück. Dann ziehen wir das darüber. Ups, das wollte ich nicht.
wollte das noch ein Stück hier rüberziehen, damit wir ein bisschen mehr Spielraum haben. Und dann... Das müssen wir natürlich relativ flach machen, damit die da auch dran kommen. Aber schon tief, damit da natürlich auch Wasser drin ist. Wenn wir das so machen würden, wäre das schon sehr nice. Okay. Ziehen wir das hier noch ein Stück weiter rüber. Ups. Und dann kann das nämlich hier irgendwie dann so da durchgehen. Weil ich glaube, Beeren schwimmen ja auch. Und dann kann das da so durchfließen. Ah, hier ist es jetzt aber, glaube ich, ein bisschen hochgegangen. So. Ist doch cool, oder? Potterhead Girl, Hallöchen. Könntest du nicht auch einen Mini-Wasserfall mit Steinen machen? Ich glaube, das würde diesen Waldfeeling noch vertiefen. Finde ich jetzt nicht so passend in dem Gehege, vor allem, weil die Füchse halt so scheue Tiere sind und dann finde ich so einen lauten Wasserfall irgendwie nicht so passend. Generell finde ich Wasserfälle aber mal sehr, sehr cool. Finde ich jetzt aber zum Beispiel passender für den Bär oder halt für jedes andere Gehege. Aber das, ja, also beim Fuchs sehe ich das jetzt nicht unbedingt. Aber trotzdem danke natürlich für die Idee. Planet Zoo kann man auf Steam kaufen. Muss das hier ein bisschen flach machen. Und dann... Ja, vielleicht machen wir das noch ein bisschen hier rüber. Ja, wir machen da ja noch eh überall Steine gleich hin. Gucken wir mal. Ja, die Höhe ist gut, oder? Das sieht doch cool aus. Wie findet ihr das? Also, ne? Müssen wir immer alles dann noch verkleiden und so. Aber ich glaube, das ist so cool. Hatte gerade ein Brain AFK. Können Füchse denn aus einem Teich trinken? Nee, Sarah, in der freien Wildbahn laufen die sich eine Cola an. Kaufen die sich eine Cola an der Tanke. Ja, jetzt weißt du, wie ich mich fühle immer, wenn ich hier so kleine Zusammenbrüche meines Hirnnetzwerks habe. Elena, Hallöchen, schön, dass du da bist. Und danke, Potterhead Girl. Ich gebe mir Mühe. Okay, jetzt gucken wir dann mal. Also ich meine, wir könnten halt... Wir könnten den Maschendrahtzaun halt bis dahin ziehen. Oder wir machen hier halt eine natürliche Barriere hin. Also irgendwie so aus... also aus Holz oder wir machen hier eine Steinwand hin. Oh, Lea, ganz viel Spaß. Genieß es. Ob Füchse schwimmen können, weiß ich nicht, aber wir machen es ja eh zu. Es geht ja in erster Linie nur darum, dass die da was trinken können. Ne? Bin nebenher am Planet Zoo spielen und ich bin so dankbar für meinen neuen PC. Endlich läuft es flüssig und ich konnte die Grafik wieder hochstellen. Das ist so schön. Ich wünsche dir ganz viel Spaß. Und Lina, Hallöchen. Und Knopfi, Hallöchen. Wie geht's dir? Okay, wir machen jetzt erstmal einen Maschendrahtzaun. Und dann können wir ja hinterher immer noch überlegen, wie wir es machen. Also, beziehungsweise ich glaube, wir können den Maschendrahtzaun gar nicht durchs Wasser ziehen, oder? Muss mal gucken. Können wir doch. Sieht halt irgendwie nicht so schön aus, finde ich. Maschendrahtzaun in the morning. Wir könnten das halt auch als natürliche Barriere machen. Ähm,
dann halt hier wie, ja, keine Ahnung. Ich kann halt so Baumstämme nehmen. Die finde ich immer richtig cool. Nur die 8 Meter. Also wir könnten halt so ein... Also, dass wir das so machen, das könnten wir halt auch machen. Das sähe vielleicht ein bisschen einladender aus. Was findet ihr besser? Ich finde es gar nicht so schlecht. Mit dem Maschendrahtzaun. Dann vielleicht noch Efeu oder so dranhängen. Ist doch schön. Ja, das wäre auch eine Idee. Oh, Sabrina, danke schön für die 10 Monate. Thank you. Danke für die lieben Worte. Schön, dass du da bist. Wie geht's dir? Holz. Bin für Baumstämme. Holz sieht schön aus. Schön. Dann noch ein paar Flancies. Okay. Und die Baumstämme schöner. Okay. Dann machen wir die Baumstämme. Platzieren wir den noch und dann... Ups. Ups. Dann platzieren wir das nämlich einfach so. Effizienz wird hier nämlich mittlerweile groß geschrieben. Okay. Dann haben wir das halt wie ein bisschen wie so ein Staudamm. So. Findest du gut? Also das machen wir dann, können wir dann natürlich jetzt auch noch ein bisschen schöner machen. Tim! Hallo! Ist der Maschendrahtzaun denn eigentlich stabil? Das habe ich natürlich nicht bedacht, ne? Tim, du bist einfach schlau. Aber ich weiß ja auch noch gar nicht, was wir für einen Bär nehmen, aber vermutlich ist es für keinen der Bären toll, ne? Was ist das denn hier? Achso, das ist noch von dem... aber ich fände so einen Grizzlybär oder den Isabellbär eigentlich ganz cool. Oh, die sind so hübsch. Aber die brauchen schon sehr... Obwohl, so viel Platz brauchen die gar nicht. Gut, Grad 4. Ich glaube, Maschendrahtzaun ist Grad 2. Gut. Wie viel Geduld du hast. Ja, ich glaube, das braucht man bei Planet Zoo auch einfach. Das ist kein neuer Zoo. Nee, das ist immer noch der Muckelzoo. Kann zwischen den Bäumen, zwischen den Stämmen auch etwas Platz lassen, damit das Wasser fließen kann. Ja, das ist eine gute Idee. Machen wir. Also gucken wir uns gleich mal an, ob das, also wie weit wir die auseinander machen können. Die Höhen können wir auch noch unterschiedlicher machen. Machen wir auch. Und Tea Time Teddy, Hallöchen. Schön, dass du da bist. Und schöne Worte. Und Gibi, hallo. Schön, dass du hier bist. Wie geht's? Und Frieda, Hallöchen. Ja, heute noch mal entspannter als sonst hier. Ich lieb's. Ja, ist wirklich sehr, sehr entspannt. Kannst die Baumstämme auch kippen und oben an der Brücke, wo die Besucher herunterschauen, wie als Dach benutzen? Cozy einfach, Sandri. meinst du, dass das hier noch drüber ist? Oder wie meinst du das? Hat heute einen sehr stressigen Tag, da kommt dein Stream wie gerufen. Das freut mich, Sabrina, das freut mich sehr. Okay, ja, also wegen des Sounds müssen wir dann später nochmal gucken, sobald wir dann das Grizzly-Gehege dann bauen. Oder je nachdem, welchen Bär wir nehmen. Da schauen wir dann einfach später nochmal. Aber das mit dem Abstand finde ich eigentlich ganz cool. Dann wirkt das nicht wie so eine...
Passade. Ich weiß halt nur nicht, ob die kleinen Scheißerlis da nicht durch können, ne? Wenn die dann Babys kriegen. Ihr wisst vielleicht noch mit den kleinen Rennschweinen. Mit den Wildschweinen, nicht Wildschweinen, mit den Warzenschweinen. Die sind ja immer überall abgehauen im Regenbogenzoo, weil die einfach überall durchgepasst haben, weil die so klein waren. Deswegen müssen wir da ein bisschen gucken. Aber generell finde ich das auch cooler. Wie toll sieht das denn aus? Ach, Frieda. Kannst du die Bären da nach Bärenbrüder benennen? Ja, so weit sind wir ja noch nicht, ne? Haben wir noch nicht mal ein Gehege. Dilia, danke schön für die 12 Monate. Vielen, vielen Dank für ein ganzes Jahr. Nimm doch Elefantengras, da können die nicht vorbei. Oh, ehrlich? Das wusste ich auch noch nicht. Also, weiß jetzt gerade nicht, ob das so optisch hier reinpasst. Aber krass. Das wusste ich noch nicht. Aber ich glaube, so ist das doch cool. Warte mal, jetzt haben wir die gar nicht mehr so höhenunterschiedlich gemacht. So. Machen wir das vielleicht noch ein bisschen tiefer. Marienchen, Hallöchen, herzlich willkommen in the Stream. Elefantengras for the win. Okay, ihr seid Fans. Brina, mach's gut. Ganz viel Spaß. Und Hannah, Hallöchen. Ich hatte einen sehr schönen Tag, ja. Und Elena, mir geht es gut. Ich hoffe dir auch. Und Dana, Hallöchen, mir geht es gut. Ich hoffe dir auch. Und das Gehege ist für einen Fuchs. Das steht auch da oben. Und Sabrina, danke schön für deine 29 Monate. Vielen, vielen Dank für die unfassbar lange Zeit. Oberste Regel bei Planet Zoo ist auch einfach den größten Baum, Stein oder Busch zu nehmen und ihn so weit in den Boden zu stecken, dass nur noch ein Bruchteil zu sehen ist. Ja, und das habe ich ja voll lange Zeit nicht gemacht. Das habe ich ja wirklich erst angefangen, seit ich Lukas kenne. Also vorher bin ich ja gar nicht auf die Idee gekommen, das zu machen. Also mit den Steinen schon, aber mit den Büschen, also die Bäume als Büsche zu benutzen, das finde ich so brillant. Elefantengras, bestes Gras. Das kannst du zur Not auch auf den Kopf stellen und in den Boden verschieben und die Hitbox davon ist trotzdem groß genug, dass da niemand vorbeikommt. Krass! Aber das muss man auch erstmal wissen, ne? Voll crazy. Und Kerstin, lass dir dein Essen schmecken. Und Knofje, viel Spaß beim Lesen. Und Lucky, Hallöchen. Und Ilvi, Hallöchen. Schön, dass ihr da seid. Okay. Das gefällt mir jetzt ja noch besser als vorher. Habt ihr sehr gut entschieden. Ich drücke jetzt mal ganz kurz auf Play und beobachte, ob die da durchkühlen. Sieht gut aus, Leute. Es sieht gut aus. Guck mal, der trinkt direkt. Oh, guck mal, die hatten voll Durst. Okay, die Antwort ist ja. Füchse schwimmen. Oh, guck mal, wie die direkt trinken. Aber ihr müsst da jetzt nochmal raus, weil da kommen noch überall Steinis rein. Sonst werdet ihr mit eingebaut. Aber sehr schön. Also es kommt gut an. Ach, guck mal, wie die alle direkt hier hinlaufen. Ich bin schrecklich, ne? Naja, dann wird das jetzt bestimmt auch bald was mit den Babys, weil jetzt sind die ja zufriedener. Guck mal, der Harry bleibt der Harry, weil das ist halt einfach der Harry. Hä? Wir haben ja zwei Pips? Nee. Sorry, ich hab mal wieder verwirrt. Jake wird jetzt Cup, weil Lea sich das gewünscht hat. Oder ist Cup der Hund? Ich weiß gerade nicht, was. Also, wer von Cup und Kappa wer ist. Habe ich lange nicht mehr geguckt, weil es einfach nur todestraurig ist. Ich wünschte, es würde Planet Zoo für PS5 geben. Wird es bestimmt irgendwann geben.
finde es gerade nur so lustig, dass noch ewig viel Baumstamm im Boden verschwindet, statt einfach einen kleineren zu nehmen. Ja, aber das ist bei mir ja immer so. Weil dann muss ich nicht gucken, ob es lang genug ist. Kappa ist, glaube ich, der Fuchs. Okay, dann wird das hier Kappa. Wäre auch lustig, oder? Wenn wir ihn Kappa nennen, weil wir sind ja hier auf Twitch. Dann ist hier. Sollen wir machen? Ja, ne? Ist schon lustig. Kapp und Kappa. Das ist doch einfach nur toll. Paula! Hallo, Pixler. Dankeschön für die 25 Monate. Mann, jetzt waren die gerade beide alle raus. Manu, kannst du bitte rausgehen? Ich will dir, ne? Geh mal bitte einmal raus. Aber guck mal, jetzt geht's denen schon richtig gut. Wie geht's dir, Sorina? Ja, also, ne? Bisschen gestresst so, aber im Grunde ist das Leben schön. Kannst du jetzt mal bitte gehen? Danke. Können wir bitte gehen? Dankeschön. Okay, sehr gut. Also, bin schon sehr zufrieden. Ich gehe jetzt eben Pipi machen, weil ich muss Pipi. Amaya, ich muss nämlich jetzt Pipi machen, okay? Mizi, hallöchen, herzlich willkommen im Stream. Und Tiffy, willkommen zurück. Was hast du gegessen? Der Fuchs ist Kapp. Habt ihr mich jetzt veräppelt oder was ist jetzt hier los? Der Hund ist... Ach, ist jetzt auch egal. Wir haben jetzt einen Kappa. Ich gehe kurz Pipi machen. Also falls ihr auch Pipi müsst, geht jetzt, weil danach dürft ihr nicht mehr, okay? Tschüss! What's it like to be the one that he turns to when he's out of answers? What's it like to be the one that he comes to when he wants to dance? I wonder what's that like? I have got him on my mind, but he doesn't know. Hallo! Bin wieder da. Guten Tag. Das Programm geht auch nur eine Stunde. Perfekt vor der, ne? Hier. Wie heißt das? Bettruhe, Nachtruhe. Pepper wäre auch schön wie Snow's Fuxi. True. Haben wir gerade hier einen? Hallo. Ich will nicht den Busch. Ich will den Fuchs. Ach. Gib mir dein Ohr. Manu. Och. Ah. I wanna hold his hand beside. Can't stop thinking.
So, du wirst jetzt Pepper. Schön. Okay, so. Anouk macht das. Lass es dir schmecken. Dein Stream ist einfach die perfekte Begleitung zum Stricken. Das freut mich so. Ich finde es immer so schön, dass ihr so schöne Sachen nebenbei machen könnt. Hast du ein Gerät mit Wasserfilter in der Nähe? Nicht, dass es Wasser im Teich umkippt. Ich glaube unten drunter, wenn mich nicht alles täuscht. Wo sieht man das nochmal? Bei Wasser, im besten Fall. Ach, guck mal, hier haben wir sogar dreckiges Wasser. Warum haben wir den denn da? Ach so, weil der da unten in der Höhle drin ist. Ja, also wir müssen noch einen machen. Dann machen wir den einfach hier unterirdisch hin. Wir haben ja eh hier noch einen Dings. Gut, dass du es gesagt hast. Bauen wir den nämlich hier hin. Was ist denn das? Transformator. Wässerabreitung. So. Jetzt sollte es ja passen. Wo ist mein Loch? Ich muss hier wieder raus. Einfach immer schön bei Planet Zoom. Ich bin auch am Häkeln. Oh Mann, schön. Jule, danke schön für ein ganzes Jahr. Schönster Muckelstream, wenn man wegen Morgenübelkeit flach liegt. Oh Mann. Morgenübelkeit? Wir haben noch 20 Uhr. Aber gute Besserung, die auf jeden Fall. Bin einfach nur wieder ein bisschen dumm, ne? Danke schön für die 12 Monate. Vielen, vielen Dank. Ich schlürfe nebenbei meinen Tee. Oh mein Leute, ich bin nebenbei am Malen. Oh Leute, ist das schön. Nur gerade mit meiner Familie zu Abend gegessen. Was habt ihr in der Zeit gemacht? Nix. Also das hier haben wir gemacht, falls du das noch nicht gesehen hast. Aber wir haben nicht so viel in der letzten Zeit jetzt gerade gemacht. Unterleibkrämpfe kicken nach dem Essen irgendwie anders hart, habe ich immer das Gefühl. Das ist normal, ist bei mir auch so. Weil da ist ja dann Bewegung da unten drin. Liebe Grüße aus Österreich, liebe Grüße zurück nach Österreich, Kiki. Schön, dass du hier bist. Und ich mache wie immer so 9 oder 10. Mal gucken. Kannst du bitte eine Tour geben? Wir sind gerade so im Flow, deswegen, ne, ich kann mir ganz kurz einen Überblick geben. Aber, also das ist unser Zoo bisher, also ist nicht so viel. Hier ist das Nashorngehege, das Zwergflusspferdgehege, hier sind die Rotfüchse an der Seite und hier ist eine Vivarienhöhle drin in dem Ding. Aber schön, dass du da bist und herzlich willkommen. Wir wollen nämlich mal vorankommen, weil wir bauen an diesem Gehege nämlich schon 4 oder 5 Streams. Deswegen machen wir jetzt mal ein bisschen hinne. So, jetzt mache ich wieder Play, weil es ist ja wieder zu. Und dann können wir jetzt hier wieder Steine draufklatschen. Welche Steine sehen denn noch gut aus? Ach, welche Steine? Welche Pflanzen sehen denn gut aus, wenn wir sie hier im Wasser platzieren? Welche nimmt man da so? Also die so vom Vibe passen würden? An die Planet Zoo Profis unter euch oder auch nicht Profis? Dachte eben, wieso sollen die eine Tour geben mit Streaming Equipment quer durch Deutschland oder was? Imagine! Aber ganz ehrlich, ich glaube, so eine Just Chatting Tour könnten wir richtig gut machen. Ganz ehrlich. So zum Beispiel, Lukas und ich sitzen da vorne oder laden uns dann in den jeweiligen Städten unsere Freunde dann dazu ein und reden einfach über ein Thema und ihr seid halt im Publikum. Also, ich glaube, das wäre lustig. Das wäre so toll. Es wäre schon, also, wäre schon lustig. Just Chatting Tour, bin direkt dabei. Ja, oder? Imagine, alles, was im Chat geschrieben wird, würde dazwischen gerufen werden. Oh mein Gott. Da wäre ich direkt raus. Du bist gut gemacht. Gehe öfter in die Luft. Wie bitte? Wie war eigentlich Hamburg, Nina? Olaran, ich bin erst im März in Hamburg. Ja,
Das wird auch richtig schön. Und Sabrina, meine Periodenunterwäsche ist von Snacks. Da habe ich am Samstag wieder einen Code für. Ich mache nebenbei Anhänger aus Kunstharz. Oh mein Gott, geil. Ich habe Lukas zu Nikolaus, glaube ich, habe ich ihm Würfel für Dungeons and Dragons gespielt, also geschenkt, also für Pen and Paper Spiele. Oh mein Gott, die paaren sich. Ich muss kurz Pause machen, sonst kann ich nicht in Ruhe erzählen. Die sind auch aus Kunstharz und die sind so schön. Und ich war, also ist auch von einer Deutschen, von Etsy natürlich gewesen. Und ich war so, oh mein Gott, wenn man sowas machen kann, das ist ja einfach nur toll. Und deswegen, ach, es ist einfach großartig, was man alles so Kreatives tun kann. Vielleicht kannst du im Wasser ein bisschen mehr die Moossteine platzieren. Das ist ein guter Plan. Das ist ein sehr, sehr guter Plan. Ich mal Twitchy Moos, also von der Art her wie die Schildi, meine ich, oh Mann, schön, Julini. Die ist so süß geworden, die Schildi. So, so süß. Da sind wir dabei. Tabea, du bist auch in Hamburg im März. In Hamburg im März, so. Dann müssen wir nochmal reden, ob wir vielleicht gleichzeitig auch da vielleicht sind. Nämlich vielleicht. Es ist zweideutig um 100 Ecken. Ich weiß auch nicht so richtig. Ich fahre im Februar nach Hamburg. Mein Mann hat mir zu Weihnachten Karten für die Eiskönigin gekauft. Ich freue mich so. Oh Mann, schön, Jendo. Ganz viel Spaß wünsche ich euch. Oh, Sabrina, oh nein. Oh Mann, das tut mir leid. Was machst du denn in Hamburg? Einfach ein bisschen Urlaub. Also so ein paar Tage Städtetrip. Weil das letzte Mal, als ich in Hamburg war, waren wir ja nur über, also quasi nur einen Tag da, weil wir ja beim Theaterstück waren, Mama und ich. Und diesmal sind wir ein paar Tage länger da. Klingt wahrscheinlich blöd, aber ich finde halt die Musik, die du im Hintergrund hast, gibt so ein gemütliches Gefühl. Nein, das ist ja ganz beabsichtigt. Die Playlist habe ich sogar cozy genannt. Es freut mich, dass es euch gefällt. Gerade wird es ein Rentier mit Schatten. Oh mein Gott, süß. Das ist einfach nur schön. Vielleicht läuft man sich ja über den Weg. Also ihr könnt immer gerne Hallo sagen, wenn ihr mich seht, ne? Egal wann, egal wo, außer ich esse gerade oder so, dann wartet vielleicht, bis ich fertig gegessen habe. Oder ich habe gerade einen Nervenzusammenbruch, dann wartet vielleicht auch, bis ich fertig geheult habe. Spaß. So, jetzt gucken wir aber dann nochmal zu, wie die sich hier paaren. Let's go. Ich will jetzt Babys. Ich habe es euch so schön gemacht. Das seid ihr mir jetzt schuldig. Ich bin im Februar auch in Hamburg for one night und gehe ausnahmsweise mal zum Fußballspiel. Schön, Tiffy. Ganz viel Spaß euch. Und Stini, Hallöchen. Ich finde für den Fluss... Oh, jetzt kriege ich wieder nichts mit hier. Warte, war sie jetzt schwanger? Pip! Ich finde Pip ist richtig süß. Also der Name. Oh, jetzt steht die schon wieder im Busch. Ja! Oh, Entschuldigung, Amaya, es tut mir leid. Hast dich jetzt wahrscheinlich richtig erschrocken, ne? Nachwuchs erwartet im Mai, Jahr 20. Es ist ja schon März. Oh mein Gott, Leute, wir kriegen gleich Babys. Die mehreren Steine vom Aquatic Pack am besten. Daraus kann man einen schönen Flussbett machen und dann mit einem von den Stromschnelleffekten kann man sogar... Tim! Wow! Das also... Das übersteigt jetzt meine Fähigkeiten. Aber wir kriegen das hin. Hey, so langsam wird das Gehege wirklich schön. Also am Anfang habe ich mir noch so gedacht, so, ach Nina, was hast du dir da nur wieder angetan? Aber jetzt geht's langsam, ne? Das Lied gerade heißt Say That You Won't Let Go, glaube ich, von Loving Kaliba. Ich sehe den ganzen Titel nicht, aber ich glaube, es heißt so. Ja, gut. Also, weiß nicht, was ich noch sagen wollte. Voll schön, Nina. Tiffy, ist das dein neues Ding? Finde ich toll. Das finde ich richtig toll. Die Prinzessin, das freut mich. Nina, Hallöchen. So, wir brauchen jetzt einmal
Die Steine. Hier, die meint Tim. Aber jetzt hier nicht drehen, bitte. Es wird sich jetzt nicht gedreht. Wir müssen jetzt einmal unter Wasser gehen. Machen jetzt ein Flussbett. Ich habe gesagt, es wird sich jetzt hier nicht gedreht. Oh. Kann man da nicht sogar die Farbe verändern? Kann man... Nee. Aber ich weiß ja nicht, was gut ist. Also die sollen ja so sein wie die anderen. So gut. Ja, nicht ganz, ne? Aber es ist okay, oder? Es übersteigt deine Fähigkeiten nicht. Das geht voll schnell, wenn man es einmal gemacht hat. Und ja, man kann die Farbe ändern. Kann man an alle anderen Steine anpassen. Ja, aber nicht die ganze Farbe, ne? Lindy, ich bin schon seit 3 Jahren keine Erzieherin mehr. Beziehungsweise gelernte Erzieherin bin ich immer. Also meine Ausbildung habe ich. Walli, Hallöchen. Schön, dass du da bist. Wie geht's? Irgendwie schön. Ich finde es toll, Tiffy. Wirklich. Ich finde es richtig toll. Ich liebe so sehr, Sachen aus Kunstharz zu machen und die dann zu verschenken. Aber ganz oft ist es dann auch so, dass ich das dann mache, damit nicht zufrieden bin und das dann alles nochmal machen muss. Sowas ist immer mega Pain. Aber alles... Ah, die Babys kommen. Stopp. Nee, doch noch nicht. Liebe ich so sehr, die Anhängerstifte oder auf Bilderrahmen und sowas zu machen. Mann, voll schön, Nessie. Mit so einem Stich grün. Ja, aber ich weiß nicht, wie. Was macht das denn? Ach so. Ah! Guck mal, können wir nicht hier das dann so ein bisschen... Oder sieht das unecht aus? Findet ihr, das sieht unecht aus? Ich dachte so ein bisschen so vergilbt, wisst ihr, so, so, dass da so Algen dran sind, wisst ihr? Deine bildliche Darstellung, genauso meine ich das, so. Caps, Hallöchen mit Ton. Schön, dass du da bist. Könntest du mir sagen, wann du dann vielleicht die nächsten Monate öffnen? Ui. Ja, ich sag dir nochmal Bescheid, Tabea. Ich sag dir nochmal ganz schnell Bescheid, sag ich dir nämlich. Kannst die Farbe... Ach ja, die Nummer vielleicht. Mhm, das stimmt. Aber findet ihr das gut so? Zoe sagt nee. Okay. Ich glaube, tendenziell ist die Antwort aber eher ja. Gut, okay. Wir haben gestern im Baumarkt Wandfarbe gekauft. Am Freitag wird meine eine Wand oder vielleicht auch zwei Salbeigrün. Wie schön. Wow. Sag mir aber Bescheid, Mausi. Das mache ich. Okay, komm, wir lassen das jetzt so, aber wir wollen mehr. Give me all the stones. Let's make some stones. Into the ground. Boah, guck mal, ich bin ein Profi. Wow. Lukas hat mir letztens gesagt, dass man nicht immer hört, dass ich das sarkastisch meine. Und dass ich wohl im Geschenke-Einpack-Stream auch die ganze Zeit gesagt habe, wie toll ich das mache. Und ich meine das ja offensichtlich nicht ernst. Ich möchte hiermit nochmal betonen, dass ich das nicht ernst meine, wenn ich sage, wie toll ich das mache, okay? Also manchmal finde ich auch Sachen schön, die ich mache, aber in 85% der Fälle meine ich sarkastisch. Ja, ist halt jetzt ein bisschen sehr steinig geworden, ne? Das ist vielleicht ein bisschen doll. Ich glaube, so ist besser. Warte, was hat Tim noch gesagt? Ach so, das mit den Stromschnellen. Ich erinnere mich. Versteht man? Okay, sehr gut.
Knopf, ihr mach's gut. Schön, dass du da warst. Hab noch einen schönen Abend und schlaf gut. Es gibt keinen zu viel Steinigen. Aha, ich glaube, in dem Fall war es vielleicht ein bisschen übertrieben. Aber jetzt will ich noch mal ganz kurz gucken, ob wir hier vielleicht jetzt sogar noch so einen Moosfels reinmachen. Ich kann das nicht so gut. Ja, aber ich glaube doch nicht, ne? Ist das schön oder nicht so? Ich glaube, das ist ein Lukas-Problem, ja. Also das, sein Problem machen wir nicht zu unserem Problem. Ich glaube, ein bisschen too much, ja. Ich glaube auch, ne? Das so können Algen sein. Ja, aber sieht das organisch aus? Das ist halt gerade die Frage, ne? Jo, gute Besserung wünsche ich dir. Gibt es so schwebende Algen? Das leider noch nicht. Das wäre richtig cool, wenn es das geben würde. So richtig, so Algen. Very organic. Ja? Paketen veganen Schokokuchen für eine Freundin von mir, die morgen Geburtstag hat. Wali, lass es dir nicht schmecken, sondern viel Spaß. Aber lasst es euch dann morgen schmecken. Ich würde gerne da was davon essen. Orak, danke schön für dein ganzes halbes Jahr. Vielen Dank für die 6 Monate. Thank you. So fahren, das aussieht wie Algen vielleicht. Wir gehen jetzt mal, wir suchen jetzt mal. Also, wir haben das. Wir haben Seerosen natürlich. Davon gibt es auch noch kleinere. Ich habe gespuckt. Tut mir leid. So, was haben wir hier? Sowas. Blumentopf. Was ist das denn? Ach, das. Ich erinnere mich, was wir da hinten überall hingeklatscht haben, ne? Tschüss, Amaya. Mach's gut. So, Bisongras. Das ist ja auch wirklich toll, ne? Habe ich das hier oben benutzt? Nee. Doch. Das ist richtig schön. Nimm das. Ach so, für da drunter. Findet ihr, das sieht organic aus? Ja, schon ein bisschen, ne? Sieht auch ein bisschen aus wie Algen. Doch. Leute, das war so eine super Idee. Ich bin gar nicht drauf gekommen. Ich habe das halt für was anderes noch angeklingt. Oh Mann, toll. Da ist ein blöder Schatten. Da sehe ich nicht, wann ich im Boden bin. Ich glaube, so reicht's, oder? Vielleicht hier noch so ein bisschen am Holz. Ich glaube, so ist genug schon, oder? Wow. Einfach Unterwassergras. Und jetzt sieht das dann mit dem grünen Stein auch gut aus, finde ich. Der hier ist noch immer noch so ein bisschen, aber das kriegen wir hin. Wow, das war schön. Hier haben wir noch einen blauen Lotus. Das Bromelien hier wächst. Guck mal, jetzt machen wir hier noch so ein paar Brennnesseln hin einfach. Die wachsen da halt. Das ist ja der Brombeerstrauch, ne? Den können wir dann ja auch hier noch wachsen lassen, einfach. So. Optimal, wie sich aus organisch organic entwickelt hat. Ich weiß noch nicht, wie das passiert ist, ganz ehrlich. Ich glaube, auf YouTube denken die Leute sich auch schon so, Vanina, halt einfach dein Schnüssli. Naja. Kann man schon so machen.
Tim, also bitte? Soll das ein Kompliment sein? Von welchem Pack? Ach ja, weiß ich auch nicht. Wie sehe ich denn das? Wo das her ist? Kann man das irgendwo sehen? Ah ja. Hauptspiel. Heißt das, dass es aus dem Hauptspiel ist? Weiß ich leider nicht. Ich kann es dir nicht sagen, Tim. Ich würde wirklich gerne. Es liegt außerhalb meiner Fähigkeiten. Jetzt bin ich aber ganz schön glücklich, muss ich ehrlich sagen. Das war im Oceanic Pack. Guck mal, die gehen da wieder knicki-knacki machen. Okay. Wir brauchen... Ja, okay, also die Höhle habe ich jetzt halt auch nicht weiter ausgebaut, ne? Aber theoretisch sieht man das ja auch nicht. Ne? Es geht ja nur darum, was man so von außen sieht. Okay, das hier habe ich auch alles nicht verkleidet. Aber ansonsten ist das Gehege schon richtig gut, finde ich. Muss ich auch mal... Kann man ruhig mal klatschen, finde ich. Auch Spaß. Aber das hier gefällt mir wirklich gut. Das haben wir ein bisschen schön gemacht. Neue Katze, Hallöchen! Dann habe ich das wohl einfach immer gesehen. Ja, vielleicht kam es ja auch mit einem Update oder so. Weiß man ja nicht. Nina ist von Gras und Wasser glücklich. Aber es war ja wirklich schön auch. Mach jetzt noch ein Meal Prep und dann versuche ich noch ein wenig zu lesen, bevor der Dschungel anfängt. Hab noch einen schönen Streamy und endlich wieder. Mart ist dabei, aber auch schön, dass du da warst. Und ganz viel Spaß mit deinem Trash. Erst mit deinem Essen und dann mit deinem Quality TV Time. Okay, so. Wir drücken jetzt Play und warten auf die Babys. Wer kriegt denn nochmal die Babys, du? Nee, Pip. Pip, Pip, Pippi. Das ist Kappa. Wir warten einfach. Was macht ihr gerade so? Wir haben gerade einen Teich gebaut. This is our Teich. Guck mal, Lebensqualität ist auch schon ganz schön hochgegangen. Da müssen wir gleich nochmal ein bisschen gucken, ob die geforscht haben. Guck mal, super. Die Karen hat geforscht ohne Ende. Vielleicht haben wir da jetzt noch was Neues. Ein Eisklumpen. Ja. Ein Hundeball, ein Sprinkler. Aber den Sprinkler finde ich immer so hässlich. Die kriegen einen Ball. Den machen wir hier hinten irgendwo hin. Hier so. Tada! Na gut, da hatten die schon genug. Was brauchen die durch Spielzeug? Guck mal, wie die alle zusammen hier unten drin sind. I can't. It's a family. The babies, Leute. The babies. Die spawnen ja immer einfach. Deswegen weiß ich jetzt nicht. Vielleicht spawnen die auch oben drüber. Hallo? Nein, also das sind jetzt gerade noch die erwachsenen Tiere. Hallo? Wir sind noch nicht da. Mann, die sind wirklich so süß, die Füchschen. Gut, dass wir uns für die entschieden haben. Ich merke gerade, dass ich die Steine voll hier unten in deren Bau reingebaut habe. Ich dachte gerade wie Oceanic, aber das ist eigentlich... Ja. Hallo? Nee? Wir haben schon Juni! Vielleicht können die da auch nicht unten gebären und die müssen erst hochgehen. Das kann natürlich sein. Emma, mach's gut. Hab noch einen schönen Abend. Und Joe, dir auch noch einen schönen Abend. We want the babies, we want the babies, we want the babies. Hallo? Nachwuchs erwartet. Ich glaube ja, die können da unten keine Babys kriegen. Wir warten einfach. Das ist okay.
Blue, Hallöchen. Schön, dass du da bist. Ich bin tatsächlich auch die letzten Wochen wieder in die blinde Zusucht geraten. Das ist aber sehr toll. Das freut mich. Was hast du als letztes für ein Gehege gebaut? Vielleicht wegen dem Stein? Nee, daran liegt das, glaube ich, nicht. Ich denke, dass sie vielleicht hier unten nicht drin gebären können oder die halt einfach schlafen. Und die dann gleich hochgehen und dann kommen die rausgepleppt. Aber Blue, schön, dass du hier bist. Die Dachse konnten und Babys gingen. Okay, gut zu wissen. Dann warten wir einfach weiter. Nachwuchsnamensvorschläge Leggy und Buggy. Das passt sehr gut bei uns rein. Ich weiß jetzt halt auch nicht, wer hier Pip ist, ne? Das ist auch so ein bisschen das Problem. Dachse, auch so süß, ne? Müssen wir auch mal machen. Also, Gehege. Hallo! Wir wollen... Ah! Deswegen liebe ich dieses Spiel so sehr. Oh mein Gott, sind die süß. Hilfe. Oh mein Gott. Vor allem habt ihr gesehen, wie der sich gerade geschüttelt hat? Also, weil der so nass war. Oh mein Gott, süß. Der Kirian. Kirian, du wirst jetzt aber Leggy. Oh, okay. Der Name ist hier im Programm. So, wer will Buggy sein? Hallo? Wo ist noch ein Baby? Gehen jetzt hier Babys suchen, ohne zu gucken, wo die sind. Also, ich meine, ohne zu wissen, wo die sind. Hier ist ein Baby. Oh mein Gott, bist du süß, du bist Buggy. Auch wenn es eher ein Jugendname ist, würde ich sagen, aber ist egal. Oh Gott, ist das schön. Na, wie geht's? Wie ist dein neues Leben hier? Ich kann nicht mehr. Oh Gott, das war schon jetzt eins meiner Planet Zoo Highlights, wirklich. Also hier gibt es ja wirklich viele süße Tiere, aber die... Also, Spawny, oh mein Gott, süß. Das ist Leggy. Okay, wir suchen Spawny. Spawny, wo bist denn du? Bist du Spawny? Nee. Bist du Leggy? Ja. Okay, Buggy und Leggy haben wir. Wer ist das Baby? Ist das Baby in hier? No. Wer ist das Baby? Hallo. I can't find a third baby. Wir müssen mal gucken, ob die nicht ausbrechen können. Weil die ja ein bisschen kleiner sind. Deswegen könnte es nämlich sein, dass sie sich da jetzt durchquetschen können. Oh. Mann, Spawny will einfach nicht spawnen. Sag mal, da ist er. Hier haben wir. Das ist klein Spawny. Und die Todesotter hatten auch wieder Nachwuchs. Schön. Toll. Das war schön. Das war eine schöne Geburt. Lieber einfach die Grafik von Planet Zoo. Sieht so realistisch aus. Das ist wirklich einfach nur richtig schön. Also ich schon mal die Nacktnasen-Wombats angeguckt. Nee, die hatte ich auch noch nicht. Ich weiß aber auch nicht, ob ich das Pack schon installiert habe. Waren die, kamen die mit dem letzten Pack? Weil das habe ich, glaube ich, noch nicht drin. Ah, doch, habe ich. Oh Mann, die sind hier. Davon die Babys. Die brauchen auch nicht so viel Platz, ne? Also. Also, ne? Wir haben noch viel vor uns. Oh Mann, das war so eine schöne
wundervolle Geburt. Ich bin so glücklich. Okay, aber eigentlich wollte ich den ja hier noch Dings machen. Kleines Zebra, mach's gut. Schön, dass du da warst. Ja, geben wir denen jetzt einen Sprinkler? Ja, oder? Besser als die Eisfläche. Dann gibt's... Sollen wir den hier oben hin machen? Dann sieht man den nicht. Können die hier oben in Ruhe spielen. Boah, ich glaube, das ist gut. Lady Carlo, danke noch für die 7 Monate. Und Björni! Björni! Danke für die 15 Monate. Ich habe da irgendwie ein Jubiläum zu teilen. Ich nutze mal die Gelegenheit, um mich für die vielen schönen Streams und Momente zu bedanken. Björni, hör doch auf. Wer ist denn jetzt hier? Oh Gott, die Füchse sind gestresst. Björni, danke schön für die lieben Worte und schön, dass du hier bist. Und ja, oh. Yeet. Danke dir auch, dass du jeden Chat so etwas Besonderes machst. Ich glaube, da kann ich im Namen aller sprechen. Dass es immer schön ist, wenn du da bist. Und ich danke dir sehr. Herr Boon! Hallo! Gucken Sie sich diese Niedlichkeit an. Haben Sie schon mal sowas Niedliches gesehen? Das ist einfach, also... Look, oh, yeet. Da guckt sich kleine Zähne an. Ich kann nicht mehr. Es ist wirklich... Ach Gottchen, ach Gottchen. Könnt ihr jetzt mal bitte aufhören, gestresst zu sein? Meine Güte. Na toll, jetzt kommen Aktivisten. Was soll ich denn machen? Ich habe doch mein Bestes schon gegeben. Die brauchen noch mehr Lebensqualität. Wir ballern die jetzt einfach mit Lebensqualität zu. Stell den Sprinkler immer in den Busch, der ist einfach zu hässlich. Stop it wieder. Ja, es ist einfach so trutz. Hab gerade Polarwolf-Babys bekommen. Oh mein Gott, Hilfe. Hilfe. Das ist bestimmt auch so unendlich niedlich. Warte mal, hat die Karen weitergeforscht? Ja. Sehr gut, Karen. Hast du uns noch was freigeschaltet hier? Ein Blutklecks. Super, toll, ja. Oh. Falsch rumgehietet. Dann machen wir den einfach hier so unten drunter hin. Oh. Soll das so? Naja, passt schon. Organisieren Rarus-Schmeißer. Ja, ich habe halt keinen Sicherheitsdienst, ne? Kritisch. Naja, aber die haben ja nichts mehr zum Beschweren, weil unsere Füchse sind nämlich glückliche Füchse. Okay, jetzt haben wir 200 von 336. Haben wir da noch was Neues? Nee. Aber die kriegen doch jetzt auch nicht noch mehr Glück dadurch, oder? Wenn ich den noch so einen reinmache? Oder kriegen die dann mehr? Ne, Wombats haben wir gerade angeguckt. Die sind ja so süß. Raccoonie, Hallöchen. Sprinkler kann man auch einfärben, dann sieht er wenigstens minimal schöner aus. Ja, das stimmt. Aber ich meine, wir haben ihn jetzt einfach hier oben drauf verbannt. Das ist schon okay. Oh, oh, es schneit. Jetzt schreien gleich alle. Es ist zu kalt. Wir machen ihn einfach braun. Kackbraun wird er. Tada! Der schönste Sprinkler EU-West. mehr Bälle sollen helfen. Okay. Zen, Vitek, so mehr Bowls. Yes. Gerade Pizza bestellt, jetzt weiter an meinen Grundrissen für mein Portfolio arbeiten. Ganz viel Spaß mit dir und lass dir die Pizza gleich schmecken. Und Tividong schön. Die bekommen dann mehr, aber weniger als das erste. Okay. Der eine Ball ist da, dann machen wir den anderen Ball. Machen wir den hier hin. Tada! Bitteschön. Wie sieht's aus? Kann mir bitte jemand sagen, wie wir den Ball finden? Look at this. Look at this. Ah, jetzt sind wir wieder. Ja, wisst ihr was?
Ich bin so lost, ihr seht das nicht mal, ne? Unser. Warum heißt es. Warum heißt unser Zwergflusspferd Baby Jesus? Ich hasse uns manchmal. Ich kann mich nicht mehr daran erinnern, dass wir das gemacht haben. Oh, hier ist ja auch. Hassen die sich? Nee, geht noch. Ach, lass mich in Ruhe. Sonja. Die kommt wegen Panzi. Panzi geht's gut. Panzi macht ein bisschen Yoga. Was soll ich denn jetzt machen? Soll ich den jetzt hier überall in eine Heizung hinstellen? Oh, die schwebt. Ja, nee, 30 Grad muss auch nicht sein. 9 Grad ist okay. Ja, und die andere. Ach, weißt du, jetzt weiß ich schon wieder nicht, wo ich. Ich hasse es. Ich glaube auch, dass er an Weihnachten geboren ist. Oder kurz um Weihnachten. Ich weiß es nicht mehr, was das für eine Geschichte war. Vielleicht wollten wir das Baby aber auch einfach Baby Jesus nennen. Vielleicht, weil Flusspferde nicht schwimmen können und unter Wasser laufen und Baby Jesus muss noch lernen. Ja, weiß ich auch nicht. Juliska, Hallöchen. Ich war heute nach einem längeren Tief endlich wieder im Gym und jetzt bin ich kaputt, aber sehr glücklich, dass ich mich getraut habe und es durchgezogen habe. Wie schön, das freut mich für dich. Schön, dass du hier bist. Hab das Thema schon auf Arbeit heute. Wenn ich ein Tier wäre, wäre ich ein Panda. Bin mindestens genauso tollpatschig und verliere auch ständig gegen die Erdanziehungskraft. Das fühle ich. Ja, sehe ich mich auch. Ist es euer Ernst? Ist der Winter jetzt schon vorbei? Ja, ihr könnt jetzt auch aufhören, Panzi, geht's gut. Ja, was soll ich denn? Also, guck mal, Panzi ist hier richtig beliebt. Stampfi. Ach Gott, Leute, ey. Hilfe, Hilfe. Das ist der Muckelzoo. Ganz normal, der Zoo, mit dem wir die ganze Zeit gespielt haben. Okay, so. Ich war hier beschäftigt. Ich werde hier immer wieder abgelenkt. Okay. Dann gibt's jetzt noch einen Ball. Bitteschön. Lüge. Ihr habt mich angelogen. Kann man irgendwie Geld spenden hier oder so? Was meinst du? Meinst du donaten oder meinst du im Spiel? Also einen Donation-Button habe ich nicht, nee. Ups. Hab da hinten aus Versehen noch einen Ball hingemacht. Habe ich nicht. Jasmin, danke schön für die 12 Monate. Vielen, vielen Dank. Und Julas, danke schön für die 4 Monate. Vielen, vielen Dank, ihr Lieben. Thank you very much. Okay, also das hat auf jeden Fall schon mal nichts gebracht. Da muss die... Baby Jesus wird bald erwachsen. Also, ich kann es nicht glauben. Da muss die Karen schön schnell weiter forschen, damit wir hier noch mehr kriegen. Ich will dem halt keinen Eisklumpen geben, weil der schmilzt doch, oder? Kann man dich irgendwie anders unterstützen? Das ist ganz lieb. Und Leggy wird... Was, so schnell? Wir haben doch gerade erst die geboren. Also ich freue mich am meisten über Subs, Subgifts, weil, also wenn man mich irgendwie hier in irgendeiner Form unterstützen möchte, weil ich es mag, wenn die Community da auch noch was von hat. Also wenn dann jemand aus der Community auch noch glücklich gemacht wird. Aber
Dazu muss sich natürlich niemand verpflichtet fühlen, also, ne? Ja. Dann machen wir hier einfach noch so ein Riechding hin. Dann sind wir schon mal 275. Herr Boon, das war keine Einladung. Vielen, vielen Dank, Herr Boon, für ein verschicktes Hop. Tequila! Ja, der ist endlich wieder da. Nach den Weihnachts-Alerts. Marienchen, mach's gut. Schön, dass du da warst. So. Wir sind bei 88%. Das ist schon mal sehr gut. Die sind auch schon mal weniger gestresst, ne? Also zumindest jetzt gerade für den Moment. Nee, also so, ach ja. Jetzt kann ich auch nicht nee sagen, nur weil ich hab's ja gecallt. Ach Mann. Jetzt wirkt es so, als wenn ich das... Also ja, ist ja, also ich bin sehr dankbar. Vielen, vielen Dank. Ist das, steht das X für ein I oder ein Y? Also Jenny? Ist Jenny richtig? Jenny, vielen, vielen Dank für die 5 verschenkten Subs an die Community. Ich danke dir von Herzen. Und Jola, danke schön fürs verschenkte Sub. Ich danke euch. Und Alter, danke schön für die 5 Monate. Vielen Dank. Julas, dankeschön, wie auch dein verschenktes Sub. Vielen, vielen Dank. Jenny, genau, okay. Ich danke dir von Herzen. Vielen, vielen Dank. Aber, also ja. Ich hoffe, ihr wisst das, also, dass ich auch einfach dankbar bin, wenn ihr einfach so hier da seid, ne? Aber vielen, vielen Dank. Das weiß ich sehr zu schätzen. Thank you. Marietta macht das, viel Spaß beim Lesen. Also ich muss sagen, ich bin wirklich sehr zufrieden mit dem Fuchsgehege jetzt so. Also ich glaube, hier würde ich noch ein bisschen was machen wollen bei dem bei den Höhleneingängen. Da bin ich jetzt noch nicht so super happy. Herr Boon. Herr Boon, was machen Sie denn da? Vielen, vielen Dank fürs verschenktes Ab. Ah, Baby Jesus! Baby Jesus ist am Kämpfen! Baby Jesus, hör auf! Ich glaube, Baby Jesus verkloppt seinen Vater. Oh, Keck gegen Baby Jesus. Leute, ich glaube, wir müssen Baby Jesus auswildern. Seid ihr bereit? Ich lasse meinen Alert gerne laufen. Das ist okay. Ich kann ja auch nichts sagen. Ne? Ich freue mich ja auch wirklich einfach nur darüber. Also seid ihr bereit, euch von Baby Jesus zu verabschieden? Weil Keck ist halt der einzig wahre. Und guck mal, der ist schon verletzt. Das geht nicht. Ich meine, er ist schon fast tot, ne? Also er ist schon 31. Aber wir müssen Baby Jesus seine Nachricht in die Welt heraustragen lassen. Das muss sein. Herr Boon, vielen Dank für noch ein verschenktes Sub. Thank you very much. Ab in die Welt mit Baby Jesus. 183. Baby Jesus ist ein Goldstück. Guck mal, er hat sich den Alpha-Status erkämpft. Ich glaube, ich spinne. Also bitte, Baby Jesus. Machen Sie es gut. Keck, du hast nun wieder deine Ruhe. Du darfst den Alpha-Status wieder zurückhaben. Karen! Schnell! Hier liegen noch ein paar Köttel. Mal ein bisschen Stresskacki beim Kämpfen. Eieieiei. Ja, die sind schon wieder gestresst. Ich bin auch gestresst. Ich sag's euch. Katharina! Hallöchen! Weißt du, alle wollen was von mir. Wie geht's dir? Schön, dass du da bist. Sei woanders ein Alpha. Der soll sich jetzt erstmal in der Natur, ne? Breitschlagen. Oh mein Gott, sind die schon alle erwachsen? Oder sind das unsere Alten? Oh Mann, guck mal, wie süß sie sind. Das Sozialverhalten ist ja auch so süß. Ich kann nicht mehr. Aber ich weiß ehrlich nicht, was ich jetzt noch für die tun soll. Hat eine Bindung mit Kappa. Süß. Also ich weiß nicht. Also ich habe ja schon die Schilder oben hingemacht. Die haben ja super viele Rückzugsmöglichkeiten. Oh, wir haben hier oben gar kein Spendending. Her mit eurem Geld! Wo ist das nochmal?
Das machen wir orange. Für die Füchse. Oh, ein Raid? Hä? Habt ihr das gehört? Drodon! Dankeschön für den Raid. Ich krieg nichts mit hier, ne? Ich höre meine Alerts irgendwie nicht. Ich bin ein bisschen taub auf den Ohren. Drodon, vielen, vielen Dank für den Raid. Hallöchen, ihr Lieben. Ich hoffe, ihr hattet eine ganz wunderbare Zeit bei Drodon. Was habt ihr heute gemacht? Schön, dass ihr hier seid. Ich freue mich sehr. Vielen, vielen Dank. Also, falls ihr Drodon noch nicht kennt, schaut gerne mal bei ihm vorbei, weil da ist es richtig, richtig, richtig schön und richtig gemütlich. Und er spielt genau die gleichen Spiele, die ich auch liebe. Also City Skylines, Planet Zoo, Cooking Simulator. Ganz viele tolle Sachen. Also schaut einfach gerne bei Drodon vorbei. Ich bin Nina, falls ihr mich noch nicht kennt. Und wir spielen Planet Zoo. Und sonst spielen wir halt auch all das, was Drodon auch spielt. Schön, dass du da bist, Drodon. Ich freue mich sehr. Vielen, vielen Dank für den Raid. Wir haben gerade ein Fuchsgehege. Oh, der kackt. Ach, guck mal, was für ein schönes Häufchen. Wir haben unser Fuchsgehege so gut wie fertiggestellt. Jetzt wollen wir jetzt auch denen mal das Geld hier aus der Tasche ziehen. Deswegen haben wir das mal dahingestellt. Ach, du hast Dorfromantik gespielt. Wie schön. Ach man, toll. Das ist auch so ein schönes Spiel. Habe ich on-stream noch nicht gespielt, aber habe ich letztens noch off-stream gespielt. Weil das auch einfach ein richtig schönes Spiel ist. Okay, ja, mehr kann ich jetzt auch nicht für die tun. Also, ich glaube... Ach so, ich wollte ja da hinten das Loch zumachen, ne? Dann habt ihr mich mit dem Hype-Train abgelenkt. Vielen Dank nochmal, ihr Lieben. Ha! Und Linchen, Hallöchen. Oder hast du dem Raid Hallo gesagt? Ich weiß nicht, aber hallo. Und Blue, Hallöchen, herzlich willkommen im Stream. Schön, dich zu erwischen, meine Liebe. Was wäre ein schönerer Ausklang für den Strömtag? Wie lange hast du heute gemacht? Das hört sich ja nach einer langen Partie an. Mir geht's gut, bin jetzt fast 2 Wochen im neuen Job, oft überfordert mit meinem neuen Leben, aber es wird, wie schön, das freut mich. You got this girl, no? Und mir geht es sehr, sehr gut. Schön, dass du hier bist. Kleiner Blasenerzeuger. Toll. Blobels. Wir machen den jetzt einfach auch in den Busch. Zumindest so ein bisschen. Hallo! Das war eine tolle Idee. Guck mal. Das ist ja super. Ja, ich kenne ihn auch noch nicht, den Blubbles Maker. Wie schaffst du es, dass die Besucher nicht durch die Mitarbeiterhäuser und die technischen Sachen verärgert sind? Ich verstecke sie hinter Büschen. Juna, hier kommt Trick 17. Meine Devise ist immer... Was ich nicht sehe, hab versucht, einen Reim zu finden. Aber, ne, die sind bei mir unter der Erde. Ich wollte sowas sagen wie, was ich nicht weiß, macht mich nicht heiß. Aber mir ist kein Reim eingefallen. Also auf jeden Fall mache ich die Mitarbeitergehege, heißen sie bei uns übrigens, immer unter die Erde. Und dann kriegen die das immer nicht mit und die können alles super erreichen. Das ist so der beste Trick, den ich immer anwende. Schau meistens nur ab und zu in deinen Stream rein, schreibe auch eigentlich nie was, aber finde es total spannend, dir bei Planet Zoo zuzuschauen, auch weil ich überlege, es mir auch zu holen. Hab nur Angst, dass mir das Bauen keinen Spaß macht. Oh Mann, wie schön. Freut mich erstmal, dass du hier bist. Also ich weiß nicht, ob du es weißt, aber bei Steam kann man halt auch 2 Stunden gratis spielen sozusagen. Also wenn du ein Spiel gekauft hast, kannst du das bis 2 Stunden quasi spielen und dann kannst du es noch zurückgeben, ohne dass du halt irgendwie ne, was reklamieren musst oder so. Du kannst einfach sagen, ja... Also du reklamierst es ja, aber die sagen halt immer, ja, ist okay. Wenn du es weniger als 2 Stunden gespielt hast, dann siehst du ja, ob es dir halt gefällt oder nicht. Aber ich kann es auf jeden Fall sehr empfehlen. Ich liebe es. Was ich nicht sehe, tut meinem Auge nicht weh. Das ist, genau danach habe ich gesucht. Das ist ein perfekter Reim gewesen. Ich danke dir. Jinjasis? Was soll ich sagen? Oder ist es falsch? Oder Jinjasis? Sag mir gerne, was ich sagen soll. Und Ella, danke schön für die 12 Monate, du. Vielen, vielen Dank für ein ganzes Jahr. Ich danke dir von Herzen. Und Mrs. Neuhofs, mach's gut, schlaf gut. Schön, dass du da warst.
Hab einfach ein Hallöchen in die. Hallo ins Ründchen geworfen. Na gut. Ich darf im Augenblick maximal 3 Stunden, koste jede Minute aus. Die Community gibt ganz toll Acht drauf, dass ich nicht übertreibe. Das ist schön. Das ist gut. Dann freue ich mich, dass ich die Auserwählte war, wo ihr quasi geendet seid. Lilly Fee, mach's gut und Michelle, Hallöchen. Schön, dass du da bist. Ja, genau, die Wasseraufbereiter und so, das ist halt auch alles unten drin. Gin reicht, aber Gin, ja, es war tatsächlich richtig. Okay, also mit J oder J? Also das erste oder das zweite? Hab mir Planet Zoo jetzt auch mal wieder runtergeladen, mal sehen, ob meine Zoos mit meinem neuen PC auch noch längen. Oh Mann, Tim, wie aufregend. Dann gibt's ja jetzt richtig schöne Bauwerke. Aber ganz ehrlich, mein Spiel stürzt auch manchmal ab. Obwohl ich halt einen Beast-PC habe. Also ich glaube, das ist halt einfach manchmal so. Barriere ist ein bisschen kaputt. Oh ja, ich glaube, aber ich habe auch nur einen. Ich habe 3 Techniker. Aber kommt gleich schon einer, ne? Kann mal bitte einer kommen? Das wäre nett. Wie fandest du Kaleidoskop? Haben wir noch nicht zu Ende geguckt? Also, Ach, da oben liegt Futter. Ich dachte, was machen die denn jetzt da? Aber bisher finde ich es richtig, richtig, richtig cool und richtig spannend. Ich finde das Konzept halt einfach auch so geil. Ich dachte halt, man könnte sich das einfach nur selber aussuchen, in welcher Reihenfolge man das guckt. Aber es wird ja wirklich bei jedem anders angezeigt. Das finde ich so clever. Also richtig, richtig cool. Okay, Leute, ich mache das Spiel aber, glaube ich, jetzt mal aus, weil ich switche die ganze Zeit nur hin und her und spiele gar nicht mehr richtig. Noch ganz kurz quatschen. Aber oh, hier ist jetzt auch was im Stein. Sehr gut. Aber ich bin richtig stolz auf das, was wir heute geschafft haben. Also ich finde das hier richtig schön. Das gefällt mir richtig gut. Und generell, also das Fuchsgehege würde ich jetzt so fast als abgeschlossen deklarieren. Vielleicht mache ich mal off-stream. Wenn ich mal irgendwann Lust habe, mache ich das hier vielleicht noch mit Steinen voll und so. Aber ansonsten finde ich das richtig cool. Und dann können wir nämlich beim nächsten Mal hier unser Bärengehege mit dran bauen. Das finde ich doch eine super Sache, oder? Meine Zoos waren alle irgendwann nur noch pausiert spielbar, aber ich hatte auch einen 4 Jahre alten Laptop. Ach, wie krass. Ja gut, aber dann wurde es jetzt auch Zeit. Dann wird es jetzt eine völlig neue Spielerfahrung. Speichern und beenden. Let's go. Und wir gehen in diese Szene. YouTube, macht's gut. Danke, dass ihr zugeschaut habt. Auf Wiedersehen. Tschüss.